Recht herzlich willkommen zur 10. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir müssen hier die Ideen machen. Und ja, da müssen wir überlegen. Warte mal, da gucken wir erstmal nochmal in die erste rein hier. Unser Fokus liegt hier auf die diplomatische Macht. Ja, wir können das aber auch ändern, ne? Indem wir hier reingehen würden. So, und da ist jetzt zu überlegen, was wir da machen. Dann gehen wir hier hin. Also wir hätten den Fokus hier drinne. Aber ich würde es gerne hier machen. Und zwar sind die Engländer ja kämpferisch etwas schwach in dem Sinne. Da würde ich schon gucken, dass wir da hier eine Stärkung kriegen, ne? Wo war das denn? Hier Moral, Armee geht da hoch. Hier geht Manöver und so. Unterhalt der Armee. Oder hier ist auch Nahkampf besser. Baugeschwindigkeit, Feuer, Prestige, ne, ich glaube, oder war das Qualitätsideen? Kampfstärke, Armeetradition, Kampfstärke. Ja, also entweder hier anfangen, weil das ist die Schiffe, da will ich jetzt nicht so unbedingt. Oder aber die Defensivideen würde ich jetzt hier vorschlagen. Oder Rekrutenserver Regeneration ist. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Weniger Kosten, Unterhaltarmee. Ich glaube, wir nehmen die Quantität, ne? Söldner ist jetzt nicht so entscheidend. Größe, Garnison. Packen wir die rein. Zack. Gut, da haben wir das. So, dann müssen wir gucken, dass wir da weiter vorankommen. Was sieht es denn hier aus, Armee? Gut. Okay, alles gut. Lassen wir weiterlaufen. Hätten wir die ganze Zeit vielleicht machen sollen. Oh, die Schotten sind schon hier wieder. Wie sieht es denn mit dem anderen aus? Wen haben wir denn hier unten? Das ist in der Bretagne, okay. Unbestechlich. Okay. Nicht jeder. Okay. Na, kommen wir sowieso nicht drum rum. Bretagne sind wir am machen, dann können wir hier in Anspruch figieren, oder? Ja, sollten wir vielleicht. Ne, ich würde den Anspruch aber lieber. Ja, können wir da sowieso nur machen und dann auf Anjou machen. Gut. Das funktioniert schon mal. Und dann können wir nämlich hier gucken, dass wir den auch durchkommen irgendwann, ne? Nur womit sind die? Die sind wahrscheinlich irgendwo mit verbündet, ne? Provence sind die Feinde. Verbündet sind sie mit. Eine Art Staatsehe mit Schottland und Burgund. Da wird dann schon wieder schwierig, ne? Aber das ist schon okay so, dass wir das gemacht haben. Hier hat man schon Anspruch fingiert, oder? Zielland. Hier haben wir die mit. Okay, das ist halb so wild, das auch. Bretagne und mit den Franzosen. Wenn wir die Engländer angreifen, die Schotten dann angreifen, dann haben wir da unten auch ein Problem. Verbündet mit Schottland. Okay, das wäre dann ja schon mal nicht so schlimm, ne? Und die waren verbündet auch mit Schottland. Das ist ja dann eher der Punkt, den wir machen müssen, ne? Sind wir hier schon? Nein, haben wir nicht. Dann sollten wir da gucken, dass wir da auch einen Anspruch fingieren. Okay, wir haben Bronzekanonen. Aber hier sind wir noch gar nicht unterwegs, oder? Das ist das Problem. Das ist Sligo. Haben wir dann hier schon die Ansprüche alle drauf, oder wie sehe ich das? Da ja, da nein. Ein bedeutender Mann, Quartiermeister, okay. Da haben wir einen Anspruch, hier haben wir noch keinen Anspruch. 30 brauchen wir, okay. Und da ist schon die 30. Dann machen wir das doch da auch. Dann haben wir alle drei Ansprüche da drauf. Gut, und bei denen muss es dann auch noch weitergehen, ne? Oh. Die Franzosen haben uns den Krieg erklärt. Rückeroberung.
Und die Spanier machen nicht mit, ne? Auch schön. Gut. Was wollen die denn rückerobern, die netten Herrschaften? Da haben sie 20 Mann stehen. Und wir sind mit 21 unterwegs. Hier mal keine stehen, ne? Wohin marschieren die? Gen Süden. Ist die Frage, wo sie hinmarschieren, ne? Sind das Handelsschiffe? Krieg zurück? Ja, machen sie. Gut. So. Die kämpfen gegen die Schotten. Sind die Schotten mit im Boot? Mit Schottland, Frankreich, Oldenburg und Lüttich. Okay. Und? Die marschieren schon? Nein. Das bedeutet ja, hier kommen wir nicht rüber zur Zeit. Na, lass die Schotten erstmal kaputt machen. Das ist schon ganz gut so. Nur wir müssen gucken, dass wir dann definitiv schon mal darüber rücken. Und gucken, dass wir da... Die Schlacht haben wir schon gewonnen. Schottische Armee geschlagen. Und da kommen die rüber, die Schotten. Nee. Das. Und das. Und darüber. Agent entdeckt. Wobei jetzt der Agent entdeckt. Ich bin ja zu schnell unterwegs, ne? Wir haben keinen Anführer mehr, das ist auch schlecht. Ah, das ist auch die Flotte, ne? Sind die nicht mit, ne? So, jetzt nochmal. Da ist ein Anführer da. Gut. Dann kümmern wir uns erstmal hier oben um die netten Schotten. So. Okay. Das haben wir schon geschafft. Und da geht's weiter. Und... gehen wir da erst hin. Die ziehen weiter unten durch. Ne, dann gehen wir jetzt hinterher. Die gehen auf London zu. Denke ich mal. Kommen wir aber nicht schneller hin. Gut. Aber dann werden wir die Schotten jetzt da erstmal dezimieren. Würde ich hoffen. Und die werden wir auch gleich richtig aufreiben. Die müssen komplett vernichtet werden. Die müssen komplett vernichtet werden. Wo laufen sie denn hin? Ah, da ist ein Tower, da komme ich nicht dran vorbei, ne? Super. Gut, aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir gleich auch noch hin. Die wollte ich haben. Und die können damit hin. Ich weiß gar nicht, wie viele da noch kommen werden. Wo noch Einheiten ausgehoben sind. Okay. Ein und angreifen. So. Diesmal müssen wir sie schlagen. Und wir haben es verloren. Ist nicht wahr, oder? Oh Mann, ey. Okay, Handelsregierung gegen Lübeck. Die laufen wieder auf uns zu. Und kehren auch da ein und haben die Moral, uns da auch zu schlagen wahrscheinlich, ne? Ist klar.
Ja, das war's dann null. Ja. So. Die Einheiten zunehmen. Na. Was ist da los? Steuereinnahmen global minus 10. Stabil verlieren, können wir machen, müssen wir machen, kommen wir nicht drum rum. So, das ist jetzt eine Armee. Dann haben wir noch einen, den holen wir da auch noch rüber. Dann machen wir dahin, wir dahin. Können wir die da auch ein? Komm schon. So, okay. Kann ausheben, können wir gerade nichts. Geld ist aber eigentlich nicht das Problem. Okay. Wir sind schon durchgelaufen. Die laufen uns da unten wieder über Dingens rein. Diesmal machen wir hier oben weiter und die werden schon gleich wieder hochkommen. Wie sie immer hochkommen. Haben keine Rekrutenreserve mehr, das ist das Problem gerade gewesen. Ja, gut. Wir sind noch mit plus 1 unterwegs. Und hier unten, die Franzosen haben nur Main. Auch da unten sind. Wer ist da unten noch? Wer ist denn da unten am Unterstützenden? Oldenburg und Lüttich. Und das gerade befreit. Wer hat das denn dann genommen? Okay. Mal freisetzen die Zeit. 18 Einheiten haben wir jetzt. Okay. Jetzt besetzen wir mal das Land. Dann gehen die da vielleicht von London runter. Weil das möchten sie dann auch nicht. Oder? Kastanier Bürgerkrieg. Okay, deswegen waren die wahrscheinlich nicht dabei. Ja. Häfen werden blockiert. England besetzt. Wir kontrollieren die Provinz. Gut. Unser Agent wurde entdeckt. Das ist schlecht. Dann können wir den auch abberufen. Jetzt können wir da sowieso nichts machen zurzeit. Jetzt gehen wir, da können wir ja nicht hin, ne? Nein, wir können nur dahin, weil da ein Turm ist. Gut. Wir haben eine Wasserschlacht gewonnen. Ulster ist jetzt Kernprovinz. Gut, weiter geht's. So, das wird natürlich jetzt schwieriger sein. Aber eigentlich läuft es ganz gut, oder? Was machen die Franzosen da unten? Maine ist besetzt. Oldenburg, ja, da wird noch weiter besetzt werden, das ist klar. Wir müssen aber hier oben erstmal was machen. Okay. Wir müssen nur aufpassen, dass keiner auf die Insel kommt, ne?
Dann müssen wir nur gegen die Schotten kämpfen. Und dann gehen wir doch mal gerade hin, ne? Guck mal, jetzt verschwinden sie auch schon. Aber die Seeschlacht, die müssten wir gleich gewinnen, oder? Ja. Okay. Wie sieht's da aus? Dauert. Ja, da unten ist jetzt natürlich klar. Okay. Das besetzen sie da oben erstmal alles. Rekrutenreserve haben wir nicht, weil wir ja auch jetzt hier einen Dingensverschleiß haben. Da kommt ein Darlehensangebot von... Warte mal, was ist ein Darlehensangebot? Wir haben ja genug Geld, warum sollten wir ein Darlehen annehmen? Nee, machen wir nicht. Hier haben wir jetzt zwar ein Minus, aber das wird nicht so schlimm sein. Kings County, okay. Ja, die kommen gleich auch noch dazu, ne? Dann ist auch nett dann. acht. Oh, da ging jetzt aber gerade was runter, ne? Da können wir es bauen sogar. Ja. Jetzt geht's zu schnell hier wieder. Ja, das ist jetzt nicht schlimm, ne? Bordeaux ist nicht mehr Kardinalssitz. Die haben uns beleidigt, ja. Was machen wir da? Den Markt. Machen wir in Gloucester lieber den Markt. Und den Rest Geld behalten wir erst, weil es gerade nicht gut läuft. Hier können wir was weitermachen. Korruption minus 1. Rekrutenreserve, ja. Jetzt haben wir hier noch 28. Jetzt haben wir hier 42. Das ist doch schön, oder? Gut. Ja, der Rest ist erstmal nicht wichtig hier oben. Lass weiterlaufen. Wir müssen endlich zusehen, dass es hier fertig wird, ne? Moral der Verteidiger geht zwar runter, aber könnte mal ein bisschen schneller gehen, ne? Wie sieht es denn in London aus? Da ist es umgekehrt. Da sind wir gut unterwegs. Das ist jetzt hier, ne? Wir haben gerade die Mauern durchbrochen. Das ist da unten noch nicht. Ne, Mauern durchbrochen nicht, aber es brennt. Aber da ist schon so. Oh, wir sind langsamer. Naja. Müssen wir gucken, dass wir da oben fertig werden, ne? Können wir noch was ausheben? Nein, wir haben ja keine Reserve. War. Ah, wir könnten aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter, ne? Halbieren wir die Armee. Ich komme da ja nicht hin, oder? Doch, da komme ich doch hin. Dann machen wir das doch so. Über die Flotte geht's, okay? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Da. Okay. Unser Agent wurde entdeckt in der Bretagne. Dann machen wir da erstmal noch einen Anspruch. Amor. Okay. Und auf
Finister ist hier oben, ne? Loire ist da unten. Dann nehmen wir die Loire. Okay, und dann ist erstmal beenden angesagt. Bringt ja nichts. So. Wir haben einen Kriegsstandplan plus 3 für uns. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Pause wieder rausnehmen. Belagerung von London ist dann zu Ende. Jetzt kommen die Schotten dann hoch, oder wie sehe ich das? Was ist das? Ein Darlehensangebot? Nee, brauche ich nicht. Noch brauche ich das nicht. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Stopp mal. Agent entdeckt. Okay. Jetzt komme ich da aber nicht hin, oder? Doch, da komme ich hin. Dann sollten wir das auch tun. Calais wird auch belagert und das ist ärgerlich, aber sollte eigentlich noch klappen, ne? Ja. So, und jetzt ist nur die Frage, wie die Moral da ist. Ja, Rekrutenreserve gleich dazu. Die sind schon wieder besser, die Schotten. Das kann es nicht sein, ne, oder? Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Ich habe es auch nicht zusammengefunden, deswegen, das war auch noch so ein Problem. Ah. So, da lang. Da lang. Wer ist das? Oldenburg. Jetzt reiben die unsere Truppe hier auf, oder was? Nein. Oldenburg hat Norfolk eingenommen. Essex. Jetzt müssen wir gucken. Da oben ist das schon befreit worden, obwohl wir gar nicht da sind, oder was? Ja, das wird jetzt hier komisch, ne? Warte, Pause wieder rein. Kaiser. Reichsreformen für uns, glaube ich, jetzt nicht von Bedeutung, oder? Ja. Kings Country, okay. Die helfen nicht, aber wir haben hier unten gegen die gewonnen. Sofort hinterher. Da oben haben wir verloren und die sind weg. Super, oder? So, hier müssen wir jetzt aber unbedingt noch das hinkriegen, die zu schlagen. Die haben das besetzt. Wir sind gerade voll unterlegen, weil wir viel zu viele Gegner haben. Das geht auch baden. Ist nicht wahr, oder? Ja, und keine Reserven da. Okay. Sieht gerade nicht gut aus. Okay. Ich glaube, wir können jetzt hier gerade so eine kleine Niederlage uns eingestehen. Das wird alles besetzt von denen da. Okay. Ja, das ist jetzt schwach. So, da werden wir auch nichts mehr machen können. Das werden wir wohl als Niederlage hinnehmen müssen. Weil unsere Truppen einfach zu schlecht sind. Was sind denn denen ihre Forderungen, wenn? Wenn wir denen hier was geben würden, zum Beispiel das und das,
Dann werden die immer noch nicht zufrieden, ne? Also bringt es das nicht. Dann geht es nur mit den Forderungen von denen. Ja, wir können das auch nicht. Da werden wir jetzt eine Truppe kriegen und dann. Anführer reinsetzen und dann noch darüber setzen. Gut ist und hoffen, dass wir noch vor denen da wegkommen. Oh, die laufen noch da lang. Ne, dann wird das sowieso nichts, oder? Gucken, dass wir da noch eine zweite hinkriegen. Aber mit einer Einheit kriegen wir das leider nicht befreit. Ja, das wird gar nichts werden, ne? Warte mal. Kann ich das da noch abbrechen dann? Ne, ne? Doch. So. So, da können wir jetzt einen freimachen. Wir haben die Schlacht verloren, aber wo? Keine Ahnung. So, dahin. Weil die Schlacht wollen wir dann gewinnen. Da sind die Franzosen nämlich. Kriegen wir die noch? Nee, leider nicht. So. Dann fahren wir mit unserer Flotte mal dahin. Warte mal, das können schon mal auf jeden Fall rüber, ne? Warum haben wir das nicht gemacht? So. Dann kommen wir hier ein Stück weiter, glaube ich, oder? Sligo macht zwar da was, aber wir machen hier was und Sligo kommt gleich nie wieder. Wir müssen hier definitiv weiter Truppen aufbauen jetzt. So, und dann greifen wir gleich Sligo an. Jetzt gucken, dass wir die Truppen zusammenkriegen. Jetzt zwar besetzt. Aber das ist erstmal nicht so entscheidend. Den Kampf gegen Sligo können wir noch gewinnen. Gut, aber den Kampf gegen Sligo, den gewinnen wir dann in der nächsten Folge, will ich hoffen. Da müssen wir dann weitermachen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.